Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dorama und Story of Season. Sorry, dass gestern kein Part kam. Ich hatte Kopfschmerzen und ich konnte nicht aufnehmen. Wirklich nicht. Und anscheinend ist das Haus fertig. Oh mein Gott, ist das riesig. Der Hausanbau ist fertig. Das ist kein Anbau, das ist ja ein komplett neues Grundstück. Meine Güte. Wow, du hast die einfach übertroffen. Was für eine Verbesserung. Sieh das mal an, wie es drin aussieht. Okay. Ach du Kacke. Heiliger Strohsack, wie groß ist das jetzt? Ihr habt das Haus jetzt wirklich geräumig. Danke für all deine tolle Arbeit, Penta. Nichts danken, ich muss jetzt los. Alles klar, bis bald. Ach du Kacke. Guck doch dieses riesige Haus an. Da muss ich ja irgendwo rein. Hallo? Was ist los, Tammy? Ich bin hier wegen der Wetterwunschkiste. Ich erzählte dir davon. Ach ja. Da du jetzt Platz im Haus dafür hast, will ich sie dir geben. Die hätte ich nicht von dir abgeholt jetzt. Also dann, sei weiter so fleißig. Alles klar. Gut. Tschüss. Darf ich vielleicht jetzt ausreden oder so? Die Wetterwunschkiste garantiert mir das beste Wetter aller Zeiten. Und gut, dass Herr May seine Versprechen bezüglich der Apparate hält. Noch ein wenig und dann habe ich alle Apparate zurück. Ein wenig noch, ne? Dauert nicht mehr lange. Ich würde gerne diesen Wetterapparat jetzt austesten. Vielleicht müsste ich dann ja nicht gießen. Das wäre halt wunderbar, ne? Was ist die... Ach. Leute! Hey, Kumpel! Oh, hi, Doraemon! Ich hab da mal eine Frage. Was ist dir lieber, Sonne oder Regen? Regen. Natürlich. Regen ist in Ordnung, denke ich. Okay, dann habe ich hier eine Regenkarte für dich. Okay. Was macht die? Oh, wow, eine Wetterkarte? Damit kannst du das Wetter für einen Morgen so ändern, wie es dir gefällt. Verwendet Wetterkarten mit der Wetterwunschkiste. Gibt es noch andere Karten? Es gibt sonnige, bewölkte und regnerische Wetterkarten. Wenn du eine Regenkarte bei kaltem Wetter einsetzt, schneit es stattdessen. Warum ernst? Aber wenn am nächsten Tag ein Ereignis stattfindet, ändert sich das Wetter nicht. Alles klar. Die Karte liegt für dich bereit. Sag mir, wenn du sie willst. Du bist der Beste. Was kann ich ohne diese Karten? Kann ich die Wettermaschine jetzt nicht bedienen? Oder wie darf ich das verstehen? Das werden wir ja sehen. So, darf ich vielleicht jetzt ausreden? Geil. So, ja. Hier steht hier, wunderbar. Prüfen wir mal. Es scheint die Wetterkarte mit der Wunschkiste zu füllen. Achso, man kann die einfach so da reinlegen. Oh mein Gott, das sieht ja hier drin aus. Fürchterlich. Fürchterlich. Ja. Ich hab sie aber nicht. Okay, egal. Ich frage jetzt nicht nach. Wir werden jetzt alles gießen. Ja, ich hatte gestern Kopfschmerzen. Ich kam nicht zum Aufnehmen für den Part. Also, nee, gestern. Ich kam vorgestern nicht zum Aufnehmen für den Part gestern. Genau. Und jetzt nehme ich den Part heute auf, für den Part morgen für euch heute. vergiss es. So, wir gehen. Genau. Was suche ich eigentlich gerade? Ich suche den Dünger. Und jetzt habe ich das Problem. Jetzt im Moment gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Part jetzt wirklich auch hochladen kann an dem Tag, wo er rauskommen soll. Denn ich habe gerade irgendwie bei dem Anbieter, wo ich gerade bin. Ich habe eben, jeder hat einen Anbieter, ich auch. Und der macht gerade genau um diese Uhrzeit, wo ich aufnehme, Wartungsarbeiten. Ich weiß, jetzt mögt ihr vielleicht denken, boah, muss ja auch mal gemacht werden, ne? Ja, aber muss das gerade sein? Die riechen das doch irgendwie. Kann das sein? Das ist doch nicht normal. Nice. Der hat keine Ahnung, was er machen soll. Der gute Harmon. So, offscreen habe ich mich um die Tiere gekümmert. Jetzt fragt ihr euch so, boah, was hast du... Womit beglückst du uns in diesem Part? Ich habe vor, ihr habt mir ja geschrieben, dass ich eine Sardine, ich glaube, mir fehlt eine Sardine. ne? Dass ich die am Meer angeln kann. Und da werden wir uns gleich auf die Suche begeben nach einer Sardine. Ja. Das habe ich heute vor. Und dann wollte ich nochmal gucken, ob wir vielleicht mit einem größeren Haus jetzt eventuell sogar mehr kaufen können.
Werden wir dann sehen, ne? Und dann kann ich euch gleich noch was zeigen, wenn ich dann soweit hier fertig bin mit den ganzen Gedöns. So, Moment. Nice. So, nur noch diese hier und dann das große Sonnenblumenfeld. Ich weiß. Oh, guck mal, die sehen schon schick aus, die Ackerwinden. Oh, die Hibiskus ist auch schon da. Ah, so langsam wird's, ne? So langsam wird's hier was. Aber jetzt, oh, Leute, ich wünschte, es würde immer regnen. Das wäre halt so angenehm. Es wäre halt so angenehm, wirklich. Aber stellt euch vor, ich müsste alles noch einzeln gießen. Ich glaube, dafür hätte die Energie gar nicht ausgereicht, ne? Ich glaube, dafür reicht die Energie gar nicht aus. Um wirklich alles einzeln hier zu gießen. Ich hoffe, die Sonnenblumen dauern nicht mehr so lange. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie lange die brauchen, ne? So, wie viel Energie haben wir noch? Wir haben, wenn ich alles gegossen habe und gedingstet habe, haben wir noch 58 Energie. Ja gut. Das sollte ausreichen. So, Penta hat Dienstag zu. Das heißt, wir können uns bei ihm jetzt nichts holen. Aber ich wollte euch zeigen, man kann, ihr habt mir geschrieben, die Saat kann ich auch hier im Schuppen machen. Sodass, also im Schuppen tun, dass sie das Lager nicht, also mein normales Lager nicht zuballert. Was habe ich jetzt getan, ne? Damit ihr seht, so cool, ich weiß. Das wollte ich euch nur mal zeigen, ne? So. Ja, Doraemon, du bist mir jetzt egal. Wir gehen jetzt zum Kap. Wir brauchen eine Sardine. Jetzt frage ich mich, ob ich am Holzsteg die Sardine angeln soll oder regulär am Meer. Ich weiß nämlich nicht, was jetzt damit gemeint ist mit Meer. Ob ich jetzt hier im Meer angeln soll oder da vorne. Wir schauen einfach mal und gucken mal nach, ob eine Sardine anbeißt. Eine schöne Sardine. Kann ruhig klein, kann auch ruhig groß. Ist mir eigentlich egal. Hauptsache ein Fisch. Ja. Mal gucken. Da ist schon der erste. Oh Gott, habe ich lange nicht mehr geangelt, ne? Das ist keine Sardine. Das ist eine Flunder oder Plunder. Ne, Flunder war das, ne? So, dann, wir brauchen eine Nummer kleiner. So ein bisschen kleiner. Ah, das sieht doch schon so aus. Komm. Eine Sardine. Vielen Dank für den Tipp. Dann haben wir das schon mal. Dann machen wir jetzt erstmal schön das Futter. Ah, wenn wir schon gerade hier sind. Hier kommen wir eh selten hin, ne? Gucken wir mal nach, ob hier irgendwas drin ist. Nö. Alter. Ich glaube, die mag Schwertfische wirklich. Sie schläft sogar mit ihnen. Gut, wir gehen zurück zu Home. Ja, ich weiß, ich muss auch noch alles umstellen. Ne? Ich meine, wir haben jetzt so viel Platz und da... Ja. Alles. Oh. Was ist heute für Fest? Käferdingens? Ja, tatsächlich. Gehen wir gleich direkt hin, würde ich sagen. Das sieht hier ein bisschen merkwürdig aus. Ich weiß. Ich werde es noch ändern. Ich verspreche es euch. Einmal die Sardinen hier rein. Und das Ding. So. Was soll ich tun? Du sollst bitte nach Rezept kochen. Wir brauchen einen gefüllten Fisch. Gefüllter Fisch. Mit Zwiebel, Tomaten und Käse ist er gefüllt. Oh, lecker. Yum. Das sieht mir nicht gefüllt aus. Das sieht mir aus, als wenn der Fisch darin schwimmen würde. Aber gut. Dann gehen wir jetzt mal
Zum... Ah, wir müssen natürlich einen Käfer mitnehmen, ne? Extra immer aufbewahrt. Dieser gute Myanmar-Käfer. Tada! Und sobald das Fest zu Ende ist, gucken wir nochmal bei unserem guten Schäfchen vorbei. Meine Güte. So. Raviola. Heute ist der Festtag, mein Lieber. Du kommst auch, oder? Ja. Das kriegen ja alle natürlich erstmal den Keks, ne? Ja, Festtage sind immer ganz schick. Es dauert jetzt ein bisschen, ich weiß. Aber muss sein. Geschenke sind wichtig, um mit dir zu reden. Gerade an diesen schönen Tage. Ne? Mein dicker Freund. Mit einem sehr außergewöhnlichen Bart. Muss ich schon sagen. Ich versuche daran teilzunehmen, ja. Bitteschön. Marc, du kriegst erstmal gleich dein Blumenkohl. Nicht den gefüllten Fisch. Noch nicht. Erst Blumenkohl. Du magst den. Hier. Sofern du es auch warst mit dem gefüllten Fisch. Ja, du warst das mit dem gefüllten Fisch. Ich habe übrigens gefüllten Fisch für dich. Bitteschön. Vielen Dank für den grünen Eintopf. Gut. Dann gehen wir zu den Keksen. Da. Ja, ich weiß. Er spricht, ja, unser gutes Sunio spricht wie so ein Deutscher, der Englisch spricht. Thank you! Ja, natürlich mache ich mit. Habe ich zufällig noch Dingens dabei? Pudding? Ja, ich habe einen Pudding dabei. Wenn, Nobita, du kannst dich vor dem kleinen Mädchen den Pudding essen. Ja, bitteschön. Meine Güte, Nobita, ey, wirklich. Das kann man sich nie ausdenken, was du hier, wie du drauf bist. Lieber Cooper, ein guter Insektenfreund. Penta, mein Gutster, wie geht's dir? Die stand ich auch bei Zeitplan Besuch ab, ob du irgendwas Neues hast, ne? Oh, ich habe ja schon was gegeben, oder? Okay, ich habe schon wieder vergessen. Oh, Käferin, ne? Ja, heute ist fest. Ich brauche das nicht, ich kann es behalten. Ja, ich habe einen Käfer dabei, zufällig. Wo bist du da? Komm, wir starten direkt das Spiel. Nicht lang warten oder so. Oh Gott. Wie ich davon ein Fan bin von solcher einer Tasteneingabe. Und gerade mit Lag. Konzentration. Ich habe das Gefühl, als wenn es manchmal leckt. Als wenn es manchmal so ein kleines Geruckel da ist. Deswegen mag ich manchmal so Fehler machen. Da schon wieder. Das Spiel will, dass ich verliere. Ah, meine Güte. Merkt ihr das? Es leckt immer so klein wenig. Das macht das total, das kann es total anstrengend. Und wieder gewinnt das große Rennen dieses Jahr. Yay! Danke, das habe ich schon alles von euch gehört. Ja, schön für dich.
Cool. Kann ich die Trophäe irgendwie verkaufen oder so? Ist gut jetzt. Leute, bitte. Oh, ich sehe gerade. Mein Internet geht wieder. Das ist doch mal eine Fügung des Schicksals. Die Wartung von Vodafone hat es geschafft, innerhalb von einer ganzen Stunde die Wartung zu verenden. Geil. So gefällt mir das. Warte, lass mich mal kurz wirklich überprüfen, ob es wirklich so ist. Ja, ich habe wieder Zugriff. Nice. Gut. Dein Trophäe ist nur eine Replik für die echte Preisverleihung. Du kannst die echte bei mir abholen. Danke. Sei nächstes Mal wieder beim Spaß mit dabei. Ja, wer bin ich? Cool, das ist doch mal ein nicer Part, oder? Gute Neuigkeiten, ne? Den grünen Eintopf. Leute. Wisst ihr, was ich mit dem mache? Jemand, wenn ihr das Icon dazu anguckt, da ist ein Baum drauf und ich weiß, wer diesen Eintopf sehr mag. Und die statt mir jetzt Besuch ab und ihr könnt euch schon denken, ne? Ja, ihr könnt es euch denken. Gut, wir gehen hoch zur großen Baumwurzel. Und. Nee. Ey, Vena. Ein Geschenk für dich. Danke, Nobita. Ich war letzte Nacht ziemlich lange wach. Ich dachte, du magst die. Ein grüner Eintopf. Oder was? Ein anderer Eintopf. Irgendwas war das doch. Naja, gut. Dann gehen wir jetzt nochmal immer zu. Bin ich nicht zur Farm gegangen? Nee, irgendwie nicht. Ich wollte zur Farm. Ich wollte jetzt nochmal zu unserem Schäfchen gucken, ob das geworfen hat, ne? Dem. Wir gucken mal. Echt? Nee? Echt jetzt? Immer noch nicht? Oh, ist das dein Ernst? Was ist mit diesem Vieh los? So. Warum? So. Ah ja, gut, wenn ich schon hier bin. Wisst ihr, eben die Tiere, ne? Kann ich auch nicht erstmal diese Part machen. Ich fange jetzt sowieso nichts Großartiges anderes mehr an jetzt hier. Ihr seht alle toll aus. Ihr seid super. Spongy, ne? Meine Filzi-Soda. Gibt mir eure Milch. Drechsel, danke. Für deine. Ne, du weißt schon. Und gebürstet werden wollt ihr auch noch. Ist natürlich klar, ne? Ja. Kommst mal her. Ist doch nicht wahr. Ihr seht alle super. Ich würde gerne. Da. Dem Hund. Bitteschön. Und dann gehen wir nochmal zu den Chickens. Die wollen natürlich auch gefüttert werden. Ne? So dass sie auch schön fett werden. Mir passiert übrigens offscreen des Öfteren einfach mal, wenn ich die Eier einsammle, dass ich aus Versehen den Zaun einreiße. Ne? Ist nicht gut, nicht gut. Das ist jetzt auch nicht so wirklich gut, ne? Es sieht alles schrecklich und uff aus.
Ich muss hier dringendst was drin ändern. Ob ich es in dieses Part ändere, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall werde ich das demnächst auf jeden Fall tun, denke ich. Ja, ja, das sollte ich tun. Gut. Mach ich nochmal schnell die Sachen im Kühlschrank. So, das Tier kann wieder hier rein. Angel auch erstmal wieder. Und... Achso, Tier mit Ehnertrank haben wir auch noch. Und ja, das war's. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ach ja, dürft gerne liken und kommentieren und abonnieren, falls ihr es nicht getan habt, um nichts zu verpassen. Ne? Ihr wisst Bescheid und so. Tschüss.